Ja, guten Tag, liebe Damen und Herren da draußen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Willkommen zum heutigen Pressbriefing im Science Media Center. Mein Name ist Volker Stolz, ich leite das SMC. Ja, wir stecken in einem echten Dilemma. Wie kann und wie soll es weitergehen mit dem SARS-CoV-2-Pandemievirus und seinen neu auftretenden Varianten? Seit einem Jahr fahren Politiker und wir alle auf Sicht. Die Pandemiemüdigkeit nimmt zu, selbst bei denen, die die Maßnahmen bisher akzeptieren. Eine Zauberformel oder ein Masterplan raus aus dem Weltereignis Pandemie kennt für Deutschland, Europa, geschweige denn die Welt bisher niemand. Gerungen wird um das, was epidemiologisch geboten und was menschlich und wirtschaftlich zu vertreten scheint. Einige Länder wie China, Südkorea, Australien haben den Weg der kompletten Suppression beschritten. Das heißt, sie versuchen, das Virus dauerhaft komplett aus dem Land zu halten, solange bis hoffentlich alle Menschen, die es wollen, geimpft werden können. In Deutschland heißt bisher die Strategie und in Europa auch Mitigation, also die Begrenzung der Auswirkungen der Pandemie. Aber alle wissen, den sehr raschen viralen Rebound nach erneuten Öffnungen beschreiben die Epidemiologen und Modellierer eigentlich seit März 2020. Und der wiederholt sich überall dort, wo die Fallzahlen wieder exponentiell wachsen und sich der Erreger vermehrte Kontakte und erhöhte Mobilität schneller verbreiten kann. Was also soll in Deutschland oder vielleicht auch in Europa nach dem 14. Februar bei der nächsten Kanzlerinnenrunde passieren? Eine interdisziplinäre Gruppe von Forschenden entwickelt derzeit unter Hochdruck eine alternative Strategie, die darauf abzielen soll, Covid-19, Neuinfektionen und Todesfälle ebenso zu vermeiden wie weitere bundesweite Lockdowns. Wie das gehen soll? Durch schnelles, deutliches Absenken der Infektionszahlen, Einrichtungen sogenannter grüner Zonen und schließlich rigoroses Ausbruchsmanagement bei sporadisch auftretenden neuer Fälle. Ja, darüber wollen wir heute diskutieren. Ich heiße zu diesem Thema herzlich willkommen unsere Expertinnen und zwei Experten. Sie können wie immer Ihre Fragen in den Chat posten und meine Kollegin reicht sie dann an mich weiter. Und bitte darauf achten, dass Sie die Funktion an alle Teilnehmer Ihre Fragen stellen, denn sonst sehen wir sie nicht. Ich stelle kurz den ersten Experten vor. Das ist Professor Dr. Michael Halleck. Er ist Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin und die Klinik Köln. Und er engagiert sich aus seinen Erfahrungen, die er in der Pandemie als Intensivmediziner gemacht hat, sozusagen für die No-Covid-Initiative. Ja, vielleicht können Sie kurz erklären, was treibt Sie an, was treibt Sie um, wo wollen Sie hin und wie kann es gelingen? Also das Motiv entstand im Grunde genommen in der zweiten Welle, wenn man persönlich erlebt, wie entsetzlich Patienten kämpfen auf der Intensivstation, aber auch vorher auf den Allgemeinstationen. In meiner Klinik ist auch die Infektiologie, sodass ich mit den Kollegen und Kolleginnen dort täglich Patienten sehe und merke, was das für eine schlimme Krankheit sein kann. Übrigens auch eine Erkrankung, die selbst bei wenig Erkrankten nicht nach 2 Wochen vorbei ist, sondern wir haben es gemessen, nach 6 Monaten, ja nach 9 Monaten noch Symptome machen kann bei ungefähr 20%, also Long-Covid. Und dann sieht man, dass wir bei uns in Deutschland durch unsere, sagen wir mal, Eindämmungsstrategie genauso viele Tote pro Tag hatten, zwar seit November bis einschließlich Ende Januar, wie die Vereinigten Staaten. Und niemand würde ernsthaft unterstellen, dass die Vereinigten Staaten ein professionelles, proaktives Pandemie-Management betrieben hätten in der Trump-Administration. Und an dieser Stelle war ich dann um die Weihnachtszeit mal wirklich tief nachdenklich, um nicht zu sagen tief enttäuscht, dass unsere demokratische Gesellschaft mit ihrem gesamten Apparat, mit einer an sich wissenschaftlich gesteuerten Bundesregierung es nicht schafft, mit dieser Pandemie besser fertig zu werden. Das heißt, wir haben in der aktuellen Situation das Schlechteste aus zwei Welten. Wir fahren die Wirtschaft an die Wand, um es mal etwas plakativ zu formulieren. Und wir haben hohe Kranken- und Todeszahlen. Und das kann doch nicht die letzte Lösung sein. Und dann hat sich diese, wie in diesen Tagen vielleicht mehrfach, eine Gruppe gebildet über Internet. Letztlich kennt sich von uns niemand persönlich vorher. Und daran haben wir gemerkt, wir haben ähnliche Gedanken und haben uns zusammengetan, überlegt, was können wir tun? Und das ist der wichtige Punkt, haben uns umgeschaut. Wie genau haben das andere Regionen der Welt hinbekommen? Wie ist es in Australien? Wie ist es in Taiwan? Wie ist es in Finnland? Wie ist es in Litauen? Also auch in Europa. Und man kann natürlich immer irgendwelche Gegenargumente finden, aber es gibt letztlich keinen einzigen umfassenden Grund, warum wir nicht auch in Deutschland und in Europa besseres Pandemie-Management machen könnten. Wie Wir könnte haben das aussehen?
Wie könnte das aussehen? Wir haben konkret uns überlegt, zunächst einmal runterzukommen, ist eine Tatsache, dass wir also die jetzige Situation des Lockdown nicht am 14. Februar oder wann immer bei einem Wert von 50 abbrechen und dann warten, bis es wiederkommt. Das ist mal der erste ganz wichtige Schritt. Der Lockdown entgegen vieler Skeptiker funktioniert ja jetzt. Der funktioniert sogar ziemlich gut inzwischen. Und die Kernfrage Nummer eins war, was ist denn, wenn wir den Wert von 50 erreichen? Machen wir dann alles wieder auf und geht es von vorne los? Und unsere klare Empfehlung ist, nein, weitermachen, noch ein paar Wochen. Wir haben auch aus Melbourne gesehen, dass es dann schneller geht, das beschleunigt sich. Und das kann zum Teil dazu führen, dass man innerhalb von wenigen Wochen sehr niedrige Inzidenzen unter 10 erreicht. Also das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist die grundsätzliche Haltung. Das heißt, wir wollen die Demokratie aktivieren mit ihren Möglichkeiten, gegen das Virus wieder gemeinsam vorzugehen mit einem klaren Ziel. Und das klare Ziel ist, die Infektionslast so weit runterzukriegen, wie nur irgend möglich, dass wir so schnell wie möglich wieder raus können in die Biergärten, in die Fußballstadien und das Narrativ auch klar zu kommunizieren für alle. Das heißt, einen grünen Zonenansatz, also auch ein bisschen die Schwäche unseres föderalen Systems zu nutzen. Es ist klar, das mussten wir schmerzhaft lernen. Wir haben leider ein unglaublich fragmentiertes Management in Deutschland. Das geht von den Ministerpräsidenten bis hin zu den Kreisen. Und wenn das schon so ist, dann könnte man ja positiv gesehen so ein kleines bisschen positiven Wettbewerb schaffen, wie einzelne Kreise oder Regionen, das ist die Größe ist politisch zu definieren, versuchen könnten, sich selbst aus dieser derzeitigen Situation, die alle deprimiert, zu befreien. Das heißt also, das grüne Zonensystem und mit diesem System wurde erfolgreich in zum Beispiel Australien, auch in Großstädten mit 4 Millionen Einwohnern, mit 5 Millionen Einwohnern, also Melbourne hat 4, Sydney 5, erfolgreich geschafft, die Pandemie komplett zu unterdrücken. Und wir können es ja dieser Tage auch sehen anhand der wunderschönen Bilder von den Australian Open. Das Wort Open hat in dem Sportereignis noch nie eine so wichtige Bedeutung gehabt wie zurzeit. Offenes Australien. Was ich noch als Letztes sagen möchte, für diese Einleitung. Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Und das liegt leider an Erkenntnissen, die auch wir hier in Köln haben. Die neuen Mutanten kommen. Und sie sind leider vielleicht häufiger schon in Deutschland, als wir das initial dachten. Wir haben hier in Köln beobachtet, dass es schon jetzt bei 5% mindestens sein könnte, um mal vorsichtig zu schätzen. Das heißt, das ist bereits in exponentiellem Wachstum. Und wenn wir in so einer Phase den Lockdown beenden, werden wir innerhalb von 2 bis 3 Wochen eine extrem rasante Ausbruchssituation haben, so ähnlich, wie wir sie ja beobachten konnten in Irland, in UK und in vielen anderen Ländern. Und das müssen wir unter allen Umständen vermeiden, weil dann sind die Krankenhäuser erneut komplett überlastet. Das vielleicht mal ganz kurz so als Einleitung zum Konzept. Dann leite ich gleich über zu unserem nächsten Experten, Professor Dr. Dirk Brockmann. Er ist Leiter der Forschungsgruppe für komplexe Systeme an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und auch er engagiert sich sozusagen bei Non-Covid. Ja, Sie sind Modellierer. Sie untersuchen sozusagen, wie verbreitet sich das Virus, wie schnell. Für wie gangbar halten Sie das Non-Covid-Modell aus Modellierersicht? Also können wir das schaffen und sollten wir das tun? Und was sind die Vorteile und was sind die Risiken? Ja, also aus den Modellen, also auch nicht nur aus unseren Modellen, sondern quasi der Mehrzahl an Modellen, die dieses Phänomen beschreiben und auch prognostizieren, weiß man, dass halt diese starken Schwankungen, die entstehen. Also es entsteht eine Welle auf einer Zeitskala von Wochen, und dann reagiert die Politik oder die Gesellschaft auf längeren Zeitskalen und dann geht die Welle wieder runter. Das haben wir in der ersten Welle beobachtet, auch in der zweiten Welle und auch in vielen anderen Ländern. Das sind die Situationen, wenn die Reaktionen auf diese Pandemie auf einer längeren Zeitskala stattfinden. Das heißt, wir erinnern uns an den Herbst, die zweite Welle. Es wurde lange diskutiert, ob es überhaupt eine zweite Welle da ist. Und irgendwann wurde das realisiert, dann wurde diskutiert, was man macht, wie man den zweiten Lockdown implementiert. Und bis dahin hat diese zweite Welle schon eine Fahrt aufgenommen, die man dann auch nur auf einer sehr langen Zeitskala stoppen kann. Also das ist so ein Charakteristikum. Also das folgt halt aus diesen dynamischen Modellen, die wir dafür herziehen, um das zu modellieren, dass wir halt immer langsamer sind als die Pandemie. Und aus dieser Perspektive der dynamischen Prozesse weiß man, dass wenn man schneller reagiert, das heißt schneller, gezielter und früher insbesondere, dass man dann in der Zeitskala vor die
wo das Virus rückt. Und dann ändert sich die Dynamik. Dann kann sich das qualitativ ändern. Das heißt, man kann durch gezielte, schnelle und frühe Maßnahmen das Virus auf einem viel geringeren Niveau halten, obwohl natürlich mechanistisch das gleiche Prinzip ist. Aber das ist, was aus den Modellen kommt. Und deshalb ist das ein vielversprechender Ansatz. Also wir können uns ja auch an den Sommer erinnern, wo die Fallzahlen über einen langen Zeitraum, jetzt nicht nur in Deutschland, aber auch anderswo, auf einem sehr geringen Niveau gehalten worden sind. Und wenn wir in so ein Regime kommen und dann sehr gezielt, also regional gezielt, schnell und früher reagieren und automatisiert vor allen Dingen. Also dieser Automatismus ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in die 50er-Zone gingen und dann wieder alles aufmachen, dann liegt es in der Natur der Sache, dass es dann wieder losgeht. Ich meine, das würde ja dann an Wunder grenzen, wenn es nicht gleich wieder durch die Decke geht. Mhm. Insbesondere, das hat der Herr Halleck ja auch schon gesagt, weil ja neue Virusvarianten kommen. Wir müssen automatisiert reagieren. Und würden Sie denn sagen, dass dazu noch schärfere Maßnahmen nötig sind? Und wenn ja, welche wären das? Und wenn die regional unterschiedlich sind, kann man das modellieren, wie man das dann steuern könnte? Denn das ist ja so eine Kritik an dieser Non-Covid-Idee, dass eine Region schafft das, die andere nicht. Was machen wir da mit der Mobilität zwischen den Regionen? Ja, also die Mobilität, die fasst eigentlich zwei Dinge an, die auch immer ganz gerne durcheinander gebracht werden. Mobilität bedeutet immer Übertragung des Virus, aber eben Übertragung von Person zu Person, weil sozusagen fast jedes Mobilitätsverhalten, wenn man auf die Straße geht und schaut, da fahren Autos lang, dann haben die immer ein Ziel und an dem Ziel sind immer andere Menschen, jedenfalls in den meisten Fällen. Man fährt zum Einkaufen, zur Arbeit. Das heißt, nur ganz wenige Menschen sind unterwegs und fahren, haben das Ziel im Wald spazieren gehen. Also das meiste an Mobilität hat mit Kontakten und Übertragung zu tun. Der zweite Aspekt ist die Übertragung im Ort, ne? Also dass das Virus von einem Ort zum anderen getragen wird. Das wird oftmals durcheinander gebracht. In einem Hochinzidenz-Szenario, wie wir das jetzt haben, also wo das Virus überall ist, spielt die Übertragung von Ort zu Ort nur eine geringe Rolle. Das, weil es ja schon überall ist, das Virus. Das kann man quasi, das sagen auch die Modelle, vernachlässigen. Das wird anders, wenn wir in ein Niedriginzidenzniveau gehen. Und dann wird es wichtig, dass man auch geografisch differenziert das angeht. Das meine ich mit gezielt. Das heißt, dass man misst, in der Region ist zum Beispiel gar kein Virus, dann muss die besonders geschützt werden, weil dann spielt die Viruseintragung wieder eine Rolle. Genau. Da kommen wir gleich, glaube ich, zu, wie wir das genau machen könnten, Herr Halleck und Herr Brockmann. Also wie könnte das gehen? Da kommen wir gleich zu. Vielleicht machen wir erst noch eben die dritte im Bunde, Frau Professor Dr. Cornelia Beetsch. Sie ist Heisenberg-Professorin für Gesundheitskommunikation in der Universität Erfurt und eben Initiatorin des Projekts Covid-19 Snapshot Monitoring Cosmo, wo auch das SNC ja mitmacht. Und Sie haben in vergangenen Woche im Rahmen des Cosmo-Projekts nach der No-Covid-Strategie gefragt. Und das ist ja ganz interessant vielleicht. Also was wissen die Leute darüber? Was denken sie? Und wer dieses Narrativ, was Herr Halleck schon angedeutet hat, wäre das was, wo man die Leute mitnehmen könnte? Oh, jetzt ist sie gerade weg. Dann vielleicht noch kurz an Herrn Brockmann die Frage mit den Mutationen. Kann man das eigentlich schon von den Modellen her simulieren? Oder sind Sie da noch am Beginn? Vielleicht da noch kurz. Eine Sekunde noch, Frau Beetsch. Ja, also zu den neuen Mutationen kann man sagen, dass natürlich in Modellen, die ja sozusagen das System abstrakte beschreiben, kann man das berücksichtigen, indem man so etwas wie eine Übertragungswahrscheinlichkeit differenziert betrachtet. Also für eine Sorte Virus und eine andere Sorte Virus, das kann man schon machen und das wird auch getan. Also was passiert, wenn jetzt zum Beispiel die Infektionswahrscheinlichkeit erhöht wird oder einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person andere Personen ansteckt. Das kann man berücksichtigen, ja. Okay, so, dann sind wir bei Frau Beetsch. Sie hatten Ergebnisse von Ihrer Umfrage von letzter Woche, wie die Bevölkerung sozusagen Covid, die No-Covid-Strategie sieht. Was kommt da raus? Weiß sie überhaupt davon? Ja, so ein Drittel ungefähr hat davon schon gehört. Ich will erstmal noch mal ein bisschen den größeren Kontext aufzeigen. Also wir haben ja eine Situation, in der wir im zweiten Shutdown sitzen und wir haben hier sehr viel weniger freiwilliges Schutzverhalten, als wir das im ersten Lockdown beobachten konnten. Das hat Dirk Brockmann auch schon in Bezug auf die Mobilität zeigen können. Wir sehen das hier auch. Die Leute halten sich freiwillig nicht mehr so stark dran. Zusätzlich steigt die Belastung sehr stark, insbesondere bei jüngeren Leuten, und die jüngeren Leute sind auch die, die sich besonders wenig an diese Regeln halten. Also wir haben hier
einigermaßen brenzliche Situation, in die wir reinlaufen, vor allem auch, weil das Vertrauen in die Bundesregierung sinkt und vor allem, Herr Stolz hat es am Anfang schon gesagt, bei denen, die die Maßnahmen eigentlich befürworten, und zwar seit Beginn des zweiten Lockdowns. Und das heißt auch in der Situation, dass wir alle pandemiemüde sind, neue Informationen gehen langsamer in unser System und wir entwickeln so eine gewisse Trägheit, dann tatsächlich auf diese veränderte Situation zu reagieren. Und wir, angesichts der Mutanten, ist das natürlich einfach eine besonders schlechte Entwicklung. Und da haben wir jetzt schon vor 2 Wochen schon mal gefragt, wie sieht es denn mit Stufenplan aus, mit der Einheitlichkeit der Maßnahmen? Und da kann man sehr deutlich sehen, dass sich fast 80% der Leute ein einheitliches System wünschen, nachdem verschärft und gelockert wird. Und dann haben wir jetzt in der letzten Woche tatsächlich auch mal zu No-Covid gefragt. Das war nicht das Einzige, sondern wir haben verschiedene Strategien nebeneinander befragt. Also wir haben sozusagen diese 1000 Leute, die wir immer befragen, aufgeteilt in 4 Gruppen und haben jeder diese 4 Gruppen ein unterschiedliches Szenario gegeben und haben abgefragt, wie sehr würde sie das motivieren, sich an Regeln zu halten, was antizipieren sie, wie sich ihre Belastung entwickelt. Und was wir da sehr deutlich sehen, ist vielleicht erstmal verglichen die jetzige Situation mit einem Ende der Beschränkung bei Fallzahl 50, dass alleine schon so ein anderes Ziel motivationspsychologisch was ausrichten kann. Also Menschen denken, sie sind dadurch weniger belastet, sie fühlen sich motivierter, sich wieder an die Regeln zu halten und sie verstehen dieses Regelwerk auch besser. Und wir sehen eigentlich über die gesamte Zeit der Pandemie, dass immer so 80% sagen, ich verstehe die Regeln, aber 20% verstehen sie eben nicht. Und wer sie nicht versteht, der hält sich auch weniger dran. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Kriterium. Das andere ist das Belastungskriterium und das Motivationskriterium. Und alle diese Dinge sehen wir bei, wenn wir nur Covid abfragen, wir haben das kurz beschrieben, sehen wir, dass sich da auch das ähnlich verhält wie bei einer Beendigung des Lockdowns bei 50 Fällen. Wir sehen auch, dass die Leute nicht so ein richtiges Gefühl haben, was es bedeutet, weil wir haben auch gefragt, wie lange dauert es denn wahrscheinlich noch, bis das dann vorbei ist. Und in allen Fällen waren es so 7 bis 8 Wochen. Und einmal müssen eigentlich 10 Fälle erreicht werden pro 100.000, einmal 50 und einmal ist gar keine Fallzahl, sondern nur ein Datum. Also da sieht man auch, dass wir eigentlich kein Gefühl dafür haben, auch was es bedeutet, auf diese 10 zu kommen. Wir sehen aber sehr deutlich, dass ein Strategiewechsel, ein Motivationspush geben könnte. Und ich glaube, das ist gerade, weil diese gesamten Regelungen ja bedeuten, dass wir freiwilliges Verhalten zeigen müssen. Es ist ja nicht alles durch Strafe und Pflicht und so zu regeln, sondern viel ist eben auch freiwilliges Verhalten, was wir zeigen müssen. Und ich denke, dafür braucht es auf jeden Fall einen Strategiewechsel. Der ist sehr gewollt und wir müssen eben vor allem auch auf die Belastung gucken. Es wurde schon die Wirtschaft genannt. Die Bildung ist ja sicherlich auch etwas, was wir vielleicht gerade vor die Wand fahren. Die Belastung der jungen Leute ist auch nicht von der Hand zu weisen. Da haben wir den absoluten Höchststand. Und ich denke, was diese Kriterien angeht, könnte sowohl No-Covid als auch ein anderer Stufenplan, der irgendwo dazwischen steht, zwischen dem, was wir jetzt haben und dem, was No-Covid oder auch die anderen Stufenpläne wollen, könnte sicherlich was Gutes bewirken. Dann frage ich vielleicht mal Herrn Professor Halleck nochmal gleich danach, wie es denn der Politik seiner Meinung nach gelingen könnte, gerade diese No-Covid-Strategie zu kommunizieren. Also wie kann man die Bevölkerung mitnehmen? Was würde der sozusagen, ist ja auch ein Freiheitsversprechen, was in ihrer Initiative drinsteckt, wenn man jetzt sozusagen noch auf weitere Beschränkungen eben sozusagen akzeptiert, um dann diese Freiheit zu bekommen. Also wie soll die Politik das kommunizieren? Wie kann man die Bevölkerung mitnehmen? Jetzt hört man Sie gerade nicht. Sie müssen sich nochmal... Jetzt bin ich da. Ja. Ich glaube, man kann die Politik beauftragen, denn wir sind ja nur die Ratgeber, muss man auch mal ganz klar sagen. Wir sind nicht die, die es dann erklären und vertreten müssen. Aber die Politik kann schon das Narrativ haben, lasst es uns jetzt endgültig in den Griff bekommen. Denn wovor, glaube ich, ganz viele Sorge haben, also was für viele bedrückend ist, ist die Aussicht, dass das jetzt noch bis zum Jahresende geht. Und ich glaube schon, dass man aus den Modellen selbst mit Impfschutz und mit allen anderen Maßnahmen befürchten muss, wenn wir immer wieder aufmachen, dass das nicht ein Ende findet, sondern auch noch bis zum Jahresende so mit einem Stotter-Lockdown, mit einem Jojo-Lockdown geht. Und ich glaube ganz klar bei allen Diskussionen, die ich mit Leuten aus dem ganz normalen Leben führe, dass vielen sehr leicht vermittelbar ist, dass wir rauskommen wollen aus dieser Zitter-
und Stotter- und Jojo-Situation. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, die Bilder von Ländern oder Regionen, die es anders haben. Man kann mit dem Virus anders umgehen. Wir haben bisher eine andere Strategie gefahren. Du hast es ja am Anfang gesagt, nämlich Eindämmung mit dem Virus leben. Das hat sich bei diesem Virus nicht als praktikabel erwiesen. Das mussten wir als pandemieunerfahrene Menschen lernen, schmerzhaft lernen. Das funktioniert eben nicht. Dazu ist es ein bisschen zu schnell ansteckend, ein bisschen zu sehr krankmachend und das alles in einer so ungünstigen Mischung, dass es außerdem noch junge Menschen infiziert, ohne dass man es merkt. Und das macht es für die Gesellschaft zu so einer Bedrohung. Wir würden ja nicht uns damit so lange beschäftigen, wenn nicht wirklich die Krankenhäuser zusammenbrechen würden und die Intensivstationen. Natürlich könnte man dann mit dem Virus leben, aber wir waren und sind immer am Rand. Wir haben jetzt immer noch Stationen hier geschlossen, obwohl wir eigentlich einen guten Zustand haben. Und diese Mischung, glaube ich, aus der wollen wir raus. Und da hilft eben ein echter Strategiewechsel weg von der, sagen wir mal, flatten the curve, wie wir es auch kommuniziert haben, die ganze Zeit hin zu einer klaren Kontrolle des Virus zu unseren Bedingungen, proaktiv und bei Niedrigstinzidenzen, nahe Null oder bei Null. Das, glaube ich, ist politisch gut kommunizierbar. Dann würde ich Herrn Brockmann nochmal sozusagen wissenschaftlich fragen, wenn man jetzt mal so Stufenpläne mit Wiedereröffnung, da kommt hier eine Frage, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, da gibt es ja Vorschläge 25, 50 und sozusagen so eine radikale Strategie erstmal runter auf 10 vergleicht aus der Modellierersicht. Mhm. Was ist da der Unterschied und warum ist das eine aus Ihrer Sicht sinnvoll? Ja, das ist ein großer Unterschied tatsächlich. Also das wissen wir aus der Modellierung von der Dynamik von Infektionskrankheiten. Das sind auch keine neuen Einsichten. Das weiß man schon, seitdem diese Sachen modelliert werden, dass dynamisch ein anderes Regime herrscht, wenn die Zahlen gering sind, wenn wir in dem sogenannten fluktuierenden Regime sind. Das heißt, wenn die Zahlen sehr stark schwanken, weil sie sehr gering sind, dann ist das ganz anders als in dem Regime, in dem wir uns jetzt befinden, wo die Fallzahlen halt groß sind. Also es kommt dann nicht nur auf den Unterschied der Fallzahlen an, sondern die Dynamik wird eine andere. Es passieren andere Dinge, zum Beispiel, dass die Kontaktrückverfolgung kann besser funktionieren. Und auch wenn es sozusagen, wenn man das geografisch mal als Karte sich vorstellt, wenn es einige Regionen gibt, die dann schon leer gelaufen sind und ab und zu das Virus eingetragen wird, dann kann man schneller darauf reagieren und kann es in diesem schwankenden Bereich unten halten. Das ist sozusagen dynamisch viel einfacher. Also man muss sich dann eine Situation vorstellen, in dem überall die Zahlen gering sind und ab und zu bricht es mal lokal wieder aus und man reagiert sofort und dämmt es wieder ein. Das funktioniert dynamisch viel, viel effektiver. Eine Frage, bevor ich gleich zu meinen Halleck nochmal komme, an Frau Beetsch. Wie stelle ich mir das vor? Wenn ich jetzt grüne Zonen hätte, die haben die Fallzahlen runterbekommen. In anderen Regionen sind Menschen sozusagen noch im Lockdown oder dürfen sich nicht bewegen. Wie würde das denn motivierend wirken können? Also ich will dann da sozusagen dahin, wo wenig Infektionen sind und einkaufen gehen, darf es aber nicht. Also wie ist das sozusagen positiv oder wie würden dort Menschen darauf reagieren, wenn sie etwas nicht dürfen in einzelnen Regionen, in anderen aber nicht? Oder ist es eher so, wie Herr Halleck sagt, ja, dieses Freiheitsversprechen wirkt positiv und die Menschen würden sagen, okay, dann lass es uns hier auch versuchen, damit hier auch die Freiheiten wieder da sind. Mhm. Also wie wirkt das? Also Wettbewerb kann man ja generell sagen, kann positiv wirken. Ja? Also mich hat tatsächlich ein Spieleentwickler irgendwann mal kontaktiert und hat gesagt, ich entwickle hier so kooperative Spiele und da helfen schon geringe Anreize, ja, symbolische Anreize, um die Leute zu motivieren. Und wir haben auch Papers dazu gemacht, wo wir sehen, dass das auch in so einem Ausrottungskontext funktioniert. Und wenn wir uns dran zurückerinnern, wie die WHO angefangen hat, die Masern-Ausrottung zu kommunizieren, haben wir auch gesehen, dass das was war, wo sich alle Länder, zum Beispiel in der europäischen WHO-Region, gemeinsam auf dieses Ziel geeinigt haben. Und alle 5 Jahre wurde es verschoben, 2015, 2020. Und immer haben wir es nicht erreicht und dann wird es eben wieder verschoben. Und irgendwann hat die WHO angefangen, die Länder einfach länderweise zu zertifizieren und nicht die ganze Region. Und dann gab es plötzlich ein Ranking und da stand Deutschland, ich weiß nicht mehr genau, auf der gleichen Stufe, ich glaube mit Kasachstan oder in anderen Ländern, die es auch nicht geschafft hatten und andere Länder standen eben drüber. Und dadurch hatte man schon das Gefühl, ist ein gewisser Motivationsschub passiert, zu sagen, jetzt wollen wir die Masern aber doch ausrotten und da mal mehr machen. Also dieser Wettbewerb ist schon etwas, was, glaube ich, gut wirken könnte, motivierend.
Herr Halleck, jetzt kommen natürlich die kritischen Fragen. Genau, wenn in einzelnen Regionen niedrige Infektionszahlen erreicht werden, in anderen aber nicht, sagen wir mal Köln ja, in Leverkusen aber noch nicht, wie wollen Sie die interregionale Mobilität steuern? Also stehen dann da Straßensperren, kommt die Polizei, gibt es sozusagen Strafen für die, die in die Stadt hineinfahren, Berufspendler sind ausgenommen, wer geimpft ist, darf dann trotzdem rein. Also wie soll das gehen? Das klingt ja jetzt erstmal sehr komplex. Können Sie da ein paar Ideen formulieren, wie das gehen könnte? Ja. Also ich bin erstmal sehr dankbar für diese Fragen, weil das sind natürlich genau die Fragen, mit denen wir uns auch rumschlagen. Wir sind Praktiker. Also es klingt ja so, als seien wir nur Modellierer und Träumer oder so. Überhaupt nicht. Wir wollen, dass es praktisch funktioniert, ja. Und das heißt, darüber machen wir uns extrem viele Gedanken, weil es möglicherweise die härteste Nuss sein wird. Aber zum Beispiel haben wir uns überlegt zwischen diesen Zonen, dass wir im Prinzip in der roten Zone ja die Aufrechterhaltung der derzeitigen Pandemie-Maßnahmen haben. Das heißt, ganz einfach, ganz simpel, haben wir gestern Abend lange darüber diskutiert, wenn jemand in der roten Zone lebt, hat er nach wie vor die derzeit gültigen Beschränkungen. Und das heißt, er kann eigentlich sich nur treffen mit einer Person oder so aus einem anderen Haushalt. Das bleibt aufrechterhalten und das verringert automatisch ja schon, jedenfalls nach der Vorschrift, dass er sich dann mit seiner ganzen Familie zum Einkaufen nach zum Beispiel Köln begibt, wenn man mal annimmt, dass Köln die grüne Zone wäre und Düsseldorf die rote. Und allein dieser Konflikt zwischen Düsseldorf und Köln, viele Bürger in Deutschland wissen wahrscheinlich, dass das eine Städtekonkurrenz ist, ja, das wird die letzten Reserven hier im Rheinland motivieren und mobilisieren, um möglichst genauso gut zu sein wie die Nachbarstadt am Rhein. Der andere Punkt ist, die Mobilität, von der wir sprechen, ist die nicht essentielle Mobilität. Das heißt Tourismus, Shoppen, vielleicht auch andere Freizeittätigkeiten. Man muss ja auch mit gesundem Menschenverstand machen. Und die berufliche Mobilität ist ja ganz häufig so, dass wenn man am Arbeitsplatz ankommt, dass dort in den Betrieben Hygienekonzepte da sind, die man kontrollieren muss. Und wir haben keinerlei Zweifel, dass das in vielen Unternehmen in Deutschland ziemlich gut gemacht wird, allein um auch dort die Sicherheit der Mitarbeiter darzustellen. Und auf diese Weise könnten wir uns sehr gut vorstellen, dass man das kontrolliert. Der dritte Punkt, über den haben wir auch lange nachgedacht, es reicht wahrscheinlich, dass man Stichproben erhebt. Also wenn man sagt, aus der roten Zone ist man eigentlich nicht zur Mobilität berechtigt, weil die Pandemieregeln noch gelten, so wie jetzt, keine Verschärfung, nur so wie jetzt, dann kann man natürlich, sagen wir mal, wie bei einer Verkehrskontrolle stichprobenartig erheben. Und wenn da ein gewisses Risiko besteht, dass man erwischt wird, dann gibt es eine Strafe. Und ich glaube, mit so einem einfachen System, da müsste man nicht, also Polizeisperren an den Ausfallstraßen oder solches, das ist vollkommen unrealistisch, sondern uns geht es um einfache, machbare, praktische Lösungen, die man, glaube ich, sogar einfach durchsetzen könnte. Und die Kreise oder Zonen, die man definiert, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es macht jetzt vielleicht keinen Sinn. Wir nehmen das Beispiel Münster, wo es ja schon sehr niedrige Inzidenzen gibt zurzeit. Die haben das gut gemacht. Und dort wird sich die Frage jetzt stellen, wie kann man den Eintrag von außen reduzieren? Und das muss man dann ein bisschen in Zonen planen, weil es ja keinen Sinn macht, wenn die Studierenden, die ein bisschen außerhalb wohnen, weil der Wohnraum teuer ist, in bestimmten Regionen leben und das gemeinsam sehen. Also man muss die Zonen, die man managt, wahrscheinlich als Entitäten sehen, die häufig pendeln und mit denen man so umgeht, dass man dort dann den Verkehr, den Berufsverkehr insbesondere, ein bisschen im Auge hat. Das heißt, auch das ist nochmal meiner Ansicht nach Plädoyer für regionale Lösungen, weil die Leute vor Ort am besten wissen, welche Mobilitätsströme in der jeweiligen Region typisch sind. Kommen denn da eigentlich, Herr Brockmann, unsere Modellierer hinterher, das auch zu modellieren, diese Kleinteiligkeit, also kleine Städte, große Städte, Millionenstadt mit Umland, das sind ja ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Kann man das überhaupt regulieren oder kann man das auch kontrollieren oder überwachen in regionaler Hinsicht? Naja, wir können es messen, auch täglich, und wir können es modellieren. Kontrollieren ist natürlich was anderes. Und wir können natürlich an dieser Mobilität dann auch schon sehr viele Erkenntnisse gewinnen, eben genau das, was gesagt worden ist, was zum Beispiel wenn ich an die grünen und die roten Zonen denke, dann bedeutet das für mich in erster Linie, dass wenn 80% etwa der Mobilität ist innerhalb von Landkreisen zum Beispiel, das heißt nur 20% betrifft überhaupt Mobilität in benachbarte Landkreise. Und das bedeutet für mich, dass wenn es Bereiche gibt, die grün werden, dass die Menschen sich da wieder ganz frei bewegen können innerhalb dieser Landkreise. Und das trifft halt auf 80% der Bewegungen zu.
und nur 20% etwa bedeutet Bewegung über die Landkreise hinaus. Und da kann man natürlich, was das Mobilitätsmonitoring angeht, natürlich schauen, wenn ich in einem Landkreis bin, welches sind denn jetzt die Bewegungsströme, die besonders intensiv sind, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass zum Beispiel etwas eingetragen wird in einem benachbarten roten Gebiet. Also man kann da sehr viel erkennen und auch vermitteln. Und dann kann auch jeder wissen, ich bin hier in diesem Landkreis, wo sind denn jetzt hier meine 6 Nachbarlandkreise, wo besonders viel Mobilität reinkommt zum Beispiel. Das sind Fragen, die man beantworten kann und das auch täglich oder stündlich quasi. Vielleicht dann noch eine Rückfrage an Frau Beetsch. Also Herr Mahalek hatte gerade angesprochen, wenn man eine grüne Zone hat, also drumherum ist eine rote Zone, die Menschen wollen sozusagen in die grüne Zone einreisen. Man würde stichprobenhafte Kontrollen durchführen und dann vielleicht, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da eine Strafe, die muss ja auch nicht klein sein. Ist das besser, als wenn man da sozusagen mit Bundeswehr am Straßensperren steht? Ja, wahrscheinlich. Ne? Oder wie wirkt das auf Menschen, wenn sie praktisch... Das wollen wir nicht. Die Strafe sollte vielleicht sogar klein sein, weil wenn wir jetzt mal ganz extrem sind, sagen wir mal, man muss irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro bezahlen, dann wird niemals eine Einstellungsveränderung stattfinden. Diese Strafen können ja auch dazu dienen, dass man sozusagen den Sinn einsieht von dieser Maßnahme. Ne? Da gibt es also psychologisch einige Studien, wenn man es übertreibt mit der Strafenhöhe, dann machen die Leute das, um die Strafe zu vermeiden und nicht, weil sie es einsehen. Also von daher ist sowas mit Stichproben und alleine nur die Chance, dass man erwischt wird, reicht ja manchmal schon. Was ist Ihre Idee, Herr Professor Halleck? Haben Sie vielleicht... Ja, klar. Wir haben in unserer Gruppe absolut tolle Expertisen, also eben auch einen Compliance-Forscher mit dabei. Und der hat gesagt, das am motivierendsten für ein Einhalten einer Strafe ist im Grunde genommen nicht die Höhe oder die Härte, sondern die Chance, dass man erwischt wird. Das heißt also, und das ist jetzt mal wieder ganz pragmatisch, wir versuchen wirklich praktische Lösungen zu denken. Dirk Bockmann hat gesagt, wir können, das weiß jeder Kreis, genau ermitteln, von wo kommt der meiste Eintrag bei bestimmten Situationen, von einem Landkreis in den nächsten, sagen wir von Rot nach Grün. Und dann eine Kontrolle, die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man erwischt wird, so wie eine Verkehrskontrolle vielleicht, aber mit einer hohen Chance. Und das in der Compliance-Forschung reicht in der Regel ziemlich gut aus. Also es müssen nicht drakonische Strafen sein oder schlimme Dinge, sondern die Chance, dass man eben ertappt wird und dann einfach ein bisschen was löhnen muss. Da kommt jetzt hier eine ganz konkrete Frage, die finde ich aber sehr schön. Da sagt jemand, ich habe meine 80-jährige Mutter sozusagen, für die kauft er sozusagen ein. Sie lebt aber in einer benachbarten Stadt und das Ergebnis wäre, dass er selbst dann sozusagen ja mit dem öffentlichen Nahverkehr vielleicht fahren müsste oder zum Arzt. Wie soll das geregelt werden? Das sind ja auch nicht nur einfach Pendler oder Leute, die einfach mal vergnügen wollen, sondern die pendeln müssen. Was macht man mit denen? Ja, oder nehmen wir Lebensgemeinschaften, die zufälligerweise Haushalte in 2 Kreisen haben, die rot und grün sind, oder viele andere Situationen. Ich glaube, da wird man praktische Lösungen finden müssen. Man könnte theoretisch nachdenken über eine aktive Passiererlaubnis, so wie es in Australien auch gemacht worden ist, dass man dann ganz konkret eben Ausnahmen genehmigt. Ich glaube, darüber wird man in der Praxis Kreis für Kreis, Ort für Ort nachdenken müssen und man sollte wahrscheinlich nicht so weit gehen, dass man hier unmenschliche Lösungen von den Menschen fordert. Das halte ich für nicht gut. Man könnte zum Beispiel auch, und da kommen wir noch auf einen Punkt, der wichtig ist in genau dieser Situation, der Sohn, der seine 80-jährige Mutter besucht, wird ja selber ein Interesse daran haben, dass er in dem Moment nicht ansteckend ist. Und hier kommt noch ein weiteres Element unserer Strategie, nämlich wir wollen eine deutlich intensivierte Teststrategie für solche Situationen, eine deutlich professionellere, effizientere Test- und Tracking-Effizienz. Das heißt, wir müssen natürlich schon auch im öffentlichen Gesundheitsdienst, das ist ein Teil unseres Papiers, die Strukturen fit machen, generell, das hat überhaupt nichts mit dem Konzept der grünen und roten Zonen zu tun, um diese Pandemie zu bewältigen. Denn momentan ist die Struktur der Nachverfolgung von Infektionen bei uns in Deutschland nicht effizient genug. Können wir das so schnell ändern? Ich meine, hier kommen ganz viele Fragen zu Teststrategien. Da kann ich nur erstmal nochmal zu sagen, aus unserer Sicht ist FNC-Plan noch ein weiteres Pressbriefing, speziell zu Teststrategien, zum Beispiel in Schulen, Poollösungen, also schnellere Tests, mehr Tests, adressiertere Tests auf bestimmte Risikogruppen. Da werden wir noch ein eigenes Briefing zu machen. Aber nochmal generell vielleicht an Sie die Frage, Herr Halleck, woran mangelt es vor allem, also in Bezug auf die Teststrategien?
Also das eine ist, dass man sicher für bestimmte vulnerable Bereiche, und ich sage jetzt bewusst vulnerabel, weil auch Personen dadurch geschützt werden können, die besonders empfindlich sind, dass dort die Testintensität deutlich höher ist, also intensiviert wird, anders ausgedrückt, mit den jetzt verfügbaren Methoden. Und das ist nochmal ein Punkt, warum das doch klappen kann. Als Melbourne und Sydney den Lockdown gemacht haben und auf die Null zu kommen, hatten sie weder Masken noch solche Tests noch eine Impfung. Und das kann mir keiner sagen, dass das nicht erhebliche Wettbewerbsvorteile sind gegen das Virus im Moment. Das heißt, wir könnten mit diesen technischen Methoden, und ich bin ganz klar dafür, dass dann die Tests auch aggressiver oder häufiger eingesetzt werden, wir haben sie ja jetzt zur Verfügung, dass man das damit kontrollieren kann. Also zum Beispiel solche Situationen, dass man in einer Partnerschaft lebt oder in ein Altersheim in einen anderen Kreis muss, dann testet man eben vorher, meinetwegen oft pro Woche oder täglich. Und der andere Punkt ist, dass wir, noch viel wichtiger meine ich übrigens, die Geschwindigkeit zwischen der Erkennung der Infektion, dem ersten Symptom und dem klaren Quarantäneeintritt deutlich verkürzen müssen. Zurzeit ist der mehrere Tage im Durchschnitt in Deutschland. Und wenn man das so macht, dann kann man die Einträge nicht verringern. Und deswegen haben wir in unserer Arbeitsgruppe ebenfalls Experten aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, die schon lange darüber klagen, dass es ineffizient ist. Wir brauchen eine einheitliche Softwarelösung und, und. Ich könnte da ewig weiter erzählen, aber ich will nur sagen, weil es so raussprudelt, wir kümmern uns um jedes Detail und machen zu jedem Detail pragmatische Vorschläge, wie man es besser machen kann, weil momentan machen wir es ineffizient. Und das ist für mich als Bürger und Vater von zwei Kindern eine echt belastende Situation. Ich habe zwei Fragen an Herrn Brockmann. Das eine wäre erstmal nochmal, wenn nur Covid in Deutschland funktioniert, dann ist die These, es funktioniert aber nur mit geschlossenen Grenzen. Richtig oder falsch aus Sicht des Modellierers? Ja, also dazu habe ich früher immer schon was gesagt. Und das ist sozusagen abgeleitet aus der Evidenz, die aus den Modellen kommen. Also so nationale Grenzen, die ja für uns irgendwie so wichtig sind, interessieren das Virus überhaupt nicht. Also für das Virus ist eine nationale Grenze genauso relevant wie irgendeine Linie, die ich über eine Karte zeichne. Das heißt, die Konzepte, die jetzt vorgeschlagen worden sind, die regionalisieren, die orientieren sich natürlich an Dingen, die wir kennen, wie Landkreise und so. Das ist dann praktikabel. Aber die Regionen sind eigentlich sozusagen über das Infektionsgeschehen definiert. Und das macht auch an den nationalen Grenzen keinen Halt. Ne? Also es gibt so eine Art Cartoon-Situation, in der man sich das Land vorstellt, in dem man da vielleicht viele grüne Bereiche hat und drumherum sind nur Länder mit Hochinzidenz. Das ist natürlich irgendwie so ein abstraktes Szenario, wo das vielleicht eine Rolle spielen könnte. Aber tendenziell ist diese ganze Idee völlig unabhängig davon, ob die Grenzen auf oder geschlossen sind, weil es einfach um das über das Infektionsgeschehen definierte Region gibt. Und natürlich wäre es nicht clever, wenn sowas paneuropäisch dann auch an Überzeugung gewinnt. Hier gibt es noch die Frage nach den nicht-urbanen Regionen. Also wie sieht es da eigentlich aus, wo die Menschen sozusagen weitere Strecken zurücklegen müssen, um überhaupt von A nach B zu kommen? Hier sagt jemand, auf Rheinland-Pfalz bezogen wäre das gar nicht so praktikabel. Können Sie da was zu sagen, Herr Brockmann? Also unterschiedliche Bevölkerungsdichten, Mobilitätsmuster? Ja, die machen einen großen Unterschied. Also die Variabilität zwischen dem Verkehr, zum Beispiel zwischen benachbarten Landkreisen, ist völlig unterschiedlich. Also in Städten ist sie typischerweise gering und dann im ländlichen Bereich ist es prozentual sehr viel, aber in absoluten Zahlen sehr wenig. Und deshalb ist es auch wichtig, hier sozusagen über diese Mobilitätsanalysen, die dann täglich analysiert reinkommen, auch ein Monitoring zu haben, wo das funktionieren kann, sodass man gegebenenfalls auch regional, wenn man das auf Landkreisebene machen wollte, auch Dinge zusammenschließen kann oder auch dann in Städten das feingliedriger machen kann. Das ist so die Idee, dass wir das über das Infektionsgeschehen und über die Mobilitätsstruktur in Deutschland dann definieren. Frau Beetsch, wenn Sie das hier hören, was glauben Sie, was die Akzeptanz sozusagen bisher in der Bevölkerung ist, wenn Sie diese Art von Konzepten sozusagen jetzt erstmal alle kennen würden und besser verstehen? Wirkt das motivierend oder eher so, oh, lass es lieber die Kanzlerin entscheiden? Naja, also abgefragt haben wir ja, ob es sie motivieren würde. Und da sehen wir schon, dass eine andere Strategie, die planbarer und einfacher und klarer ist von den Regeln, dass die motivierender wirkt. Wenn man sich das jetzt im Einzelnen anhört und auch diese ganzen berechtigten Fragen und auch sieht, dass wie gerungen wird um die Antworten, ist, glaube ich, wirklich das Kunststück dabei, die Einfachheit der Regeln
beizubehalten, dass das wirklich im Kern ist und dass das auch überall gleich ist. Also dass ne, das Konzept deutschlandweit oder europäisch vielleicht sogar, dass man weiß, wie worauf man sich einlässt. Denn das sehen wir, also einfach muss es sein, es soll am liebsten einheitlich sein und es muss irgendwie ein planbares Regelwerk haben und dann motiviert es die Leute. Also wenn das eingehalten werden kann, sehe ich da schon eine gute Chance, dass das gut akzeptiert wird. Herr Professor Halleck, Sie haben, können Sie vielleicht noch sagen, wie lange würde sozusagen diese echte No-Covid-Phase erstmal dauern, also der verlängerte, vielleicht sogar drastischere Lockdown? Und was hören Sie bisher an Resonanz aus der Politik, wenn Sie über diesen Strategiewechsel sprechen? Sie sind ja ganz gut vernetzt. Also wir haben das modelliert und geschätzt und der kann das sicher auch nochmal mitkommentieren. Wenn es entschlossen durchgeführt würde, dann haben wir wahrscheinlich den Februar und sind so etwa im März in der grünen Zone. Also das ist nach allen Modellen, die Michael Mayer-Herrmann und er gerechnet haben, die Zeit, mit der wir momentan rechnen. Es hängt natürlich ab von der Effizienz der Maßnahmen. Es hängt auch davon ab, ob wir den R-Wert nochmal runterkriegen. Und da kommen jetzt auch die neuen Mutanten, die das uns schwieriger machen könnten, um ehrlich zu sein. Und das zu modellieren hat er auch versucht. Haben wir Zahlen gesehen, da könnten wir nochmal von einer echten Herausforderung kommen. Also wir reden von, sagen wir es mal ganz grob, weiteren 4 bis 6 Wochen und dann sind wir in der grünen Zone angelangt. Ich will noch etwas anderes sagen, weil es so wichtig ist. Es gibt Erkenntnisse, dass zurzeit die Uhr oder der Zeitpunkt zwischen der ersten Symptomatik und dem erfolgten Isolierungszeitpunkt in Deutschland zwischen 5 bis 9 Tage liegt. Also es läuft die ganze Kette, testen und so weiter und nach 9 Tagen ist dann der Mensch oder seine Umgebung in Quarantäne. Eine Verkürzung dieses Zeitraums um 1 bis 2 Tage, so haben wir das auch modelliert, hätte einen zweiten Lockdown und eine zweite Welle wahrscheinlich weitgehend neutralisiert. Das heißt, hier Geschwindigkeiten zu schaffen, ist ein wirklich realistisches Ziel. Hier müssen wir operativ besser werden und es gibt auch viele Leute aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, die uns darin unterstützen. Da gibt es auch Methoden dazu. Und wir wollen diese Effizienzen heben. Und dafür braucht es ein klares Ziel für uns. Also, und das heißt, also wenn man ein bisschen länger Zeit hat, mit Politikern zu reden, dann finden die diese Idee, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Also sie müssen ein bisschen zuhören und ich erlebe schon, dass sie alle ein klein bisschen Angst haben zu sagen, die Null oder so niedrig. Warum? Na, weil sie Angst haben, dass sie ein Versprechen nicht einlösen können. Das kann ich übrigens sehr gut verstehen und deswegen müssen wir vielleicht für die Politik gemeinsam mit ihr ein Narrativ entwickeln, wo man das gleiche Ziel verfolgt, aber nicht Gefahr läuft, politische Versprechungen abzugeben, die man am Ende vielleicht nicht ganz einlöst oder so. Also die große Hürde ist, Nummer 1, es könnte zu viel Versprechen sein und Nummer 2, Hauptgegenargument in der Politik, trotz aller Verständnisse, die Schwierigkeiten in Europa, in diesem dicht vernetzten Gebiet mit der Mobilität und deswegen konzentrieren wir uns drauf. Aber prinzipiell treibt alle um, wie gehen wir um nach dem jetzigen Lockdown, wenn die Inzidenz bei 50 ist mit der Krise und alle wollen eine Antwort und ich glaube, wir bieten die beste Antwort. Herr Brockmann, vielleicht nochmal die Frage, was ist, wenn einige Bundesländer mitmachen und andere aber noch zögern oder erstmal sagen, ja, fangt ihr mal an, wir machen das erstmal noch nicht, wir bleiben bei unserem Stufenplan? Naja, so aus Sicht der Modellierung ist das erstmal, ist es wichtig, dass es irgendwo funktioniert und dann funktioniert es halt da. Und woanders funktioniert es dann halt nicht. Und dann wird sich zeigen, ob das dann überzeugend ist. Genauso wie wir jetzt ja auch andere Länder anschauen, die mit gutem Beispiel hier vorangegangen sind, wo es dynamisch funktioniert. Es ist ja nicht so, dass wir hier sozusagen etwas neu erfunden hätten, sondern das ist halt, wir gucken dahin, wo es funktioniert hat. Und wenn das dann in einigen Bundesländern funktioniert, wird sich das zeigen. Und dann gibt es sozusagen aus der Natur heraus gar keinen Grund, das nicht zu machen, weil es ja ein richtiger Weg ist, ne? Und weil er effizient sein wird. Also das hängt dynamisch nichts daran, dass das jetzt konzertiert passiert. Herr Halleck, vielleicht noch die Nachfrage, woran hakt das denn jetzt noch? Also aus Ihrer Sicht, Sie beschäftigen sich jetzt sehr intensiv mit den Strategien. Gibt es irgendwas, was Sie immer wieder hören von Politikern oder von anderen, die sagen, nee, das klappt aber nicht, das wird nicht klappen? Gibt es noch irgendwas, wo die sagen, nee, das haben wir noch nicht richtig durchdacht, da gibt es noch eine Baustelle? Oder sagen Sie, eigentlich haben wir die Strategien schon fast zu Papier, sie müssten nur einfach weiter bekannt und dann auch mal ehrlich angenommen werden? Da möchte ich ehrlich antworten. Wir haben jetzt uns fest vorgenommen, bis Anfang der Woche, also vielleicht Mittwoch, diese Toolboxen oder Werkzeugkästen, die wir konkret vorschlagen, also als Hilfen für die Politik, fertig zu machen.
Und dann müssen wir die natürlich wiederum diskutieren. Also wir stellen uns jeder kritischen Diskussion, jedem kritischen Einwand und schauen, wenn dann die Politik oder sagen wir mal Gesundheitsämter sagen, also das funktioniert so nicht, da habe ich Probleme, dann müssen wir das anpassen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir mit diesen konkreten Werkzeugen vielleicht doch irgendwo starten und sei es auch nur in bestimmten Kreisen wie Münster, wo man einfach zeigen kann, die Pandemie kann man unter Kontrolle kriegen. Rostock ist ein weiteres Beispiel und Deutschland hat es ja schon mal geschafft. Das beste Argument für die jetzige Strategie ist, wir haben es schon mal geschafft, als wir noch entschlossener waren und wir würden jetzt gerne diese Entschlossenheit wieder zurückholen und nicht diese nebelartige, tränensusige Lethargie weiterpflegen, die wir zurzeit in der Pandemie haben, weil die uns alle fertig macht. Das ist im Prinzip ein Zustand, auf den wir raus müssen. Und alle raus. Ja, Frau Beeth, vielleicht nochmal, ist es besser, ein großes Ziel zu setzen und es dann vielleicht doch nicht ganz zu schaffen oder scheibchenweise vorzugehen, wie es jetzt ein bisschen ist? Also pro Senkung der Inzidenz gibt es schon so ein paar Lockerungsversprechungen. Und gibt es irgendwas, was der Politik auch Mut machen könnte, den härteren Weg zu gehen, also schneller runter? Ja, also ich glaube, erstmal kann man sagen, es gibt eigentlich, wenn man diese Kosmodaten betrachtet, schon so eine Art Auftrag eigentlich an die Politik, etwas anderes zu entwickeln. Und die Bevölkerung sagt auch sehr eindeutig, wir sind stark belastet und das würde uns entlasten. Es zeigt aber auch, dass ganz viel davon noch nicht verstanden ist. Erstmal kennen es erstmal nur ein Drittel. Und wenn wir uns auch andere Dinge angucken, die man so potenziell wissen könnte, gibt es ganz viele Dinge, die die Menschen nicht wissen. Ja? Wir in unserer Blase, die wir uns täglich damit beschäftigen, wir vergessen vielleicht auch manchmal, dass die Pandemiemüdigkeit eben auch bedeutet, dass die Leute jetzt auch nicht mehr jeden Fitzel neue Informationen aufnehmen und neu verarbeiten und ernst nehmen, weil bis es in Politik umgesetzt wird, geht es noch fünfmal hin und her und dann kommt nur die Hälfte dabei raus. Von daher ist, glaube ich, wichtig jetzt bei der Zielsetzung, dass das mit einer sehr klaren großen Kommunikationskampagne mit verfolgt oder mit gepusht wird, damit eben auch wesentliche Wissensinhalte mit dazu kommen. Mit der Größe des Ziels ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ist es so, dass es auch individuell motivierend wirkt? Ja? Also ist das nur das Ziel der Policy, wie keine Verkehrstote? Ist auch das Ziel der Verkehrspolitik, aber ich setze mich nicht jeden Morgen ins Auto mit dem Ziel, ich möchte heute das so nicht machen. Natürlich ist es implizit, aber nicht explizit. Und das ist die Frage, wie wirkt es dann auf die Bevölkerung, auf jeden Einzelnen. Und ich glaube, dafür braucht es dann auf jeden Fall eine gute begleitende Kampagne, die idealerweise auch nicht nur von der Regierung kommt. Das möchte ich jetzt hier nochmal betonen. Ja, wir sehen, dass das Vertrauen in die Regierung abnimmt. Wir waren im April bei 60%, jetzt sind wir bei 40%. Und es bröckelt. Und die der Regierung nicht vertrauen, bei denen hilft mehr bessere Regierungskommunikation nicht. Das heißt, wir müssten wenn sich das jetzt entwickelt, ein Stufenplan, ein No-Covid, ein wie auch immer es am Ende heißt, ist es wichtig, dass sehr viele gesellschaftliche Akteure das mit aufnehmen, mit ins Boot geholt werden, vielleicht sogar schon bei der Entwicklung dieser Strategie, auch die jungen Leute übrigens, die ja besonders belastet und wenig verhaltensbereit sind oder verhältnismäßig weniger verhaltensbereit sind im Moment, dass die mit einbezogen werden, sowohl in die Entwicklung der Strategie als auch die Kampagne darum, um eben die wesentlichen Inhalte zu kommunizieren und zu verankern. Genau, dann sind wir auch schon bei der Schlussfrage. Vielleicht dann jetzt noch an Herrn Halleck und Herrn Brockmann. Was ist eigentlich jetzt die Langzeitstrategie? Was ist die zielführende und was ist die beste? Herr Halleck, vielleicht fassen Sie noch mal ganz kurz zusammen. Was ist Ihre Hauptidee? Was ist das Narrativ, wo Sie glauben, auch als unabhängige Forschende, Mediziner, viele verschiedene interdisziplinäre Experten, dass wir da noch, dass da was geht und dass das klappen könnte mit No-Covid? Ich fasse es einfach nur noch mal zusammen und das vor dem Bewusstsein, den ich den Zuhörenden durchaus mitgeben möchte, dass wir uns um vieles mehr Gedanken machen, als wir heute in der kurzen Zeit sagen konnten, weil wir jedes Gewerk anschauen in 10 Toolboxen zur Wirtschaft und so weiter. Aber es geht darum, mit einem neuen Ziel, einem neuen Narrativ, die exzellenten Ressourcen unserer demokratischen Gesellschaft gegen das Virus zu mobilisieren und nicht das gesamte Land in Ergebenheit auf den nächsten Lockdown starren zu lassen und damit das gesamte bürgerliche Leben, die gesamten wirtschaftlichen Freiheiten, den gesamten Kunstbetrieb, die gesamte Gastronomie, die gesamte Hotellerie und viele andere Bereiche zum Erliegen zu bringen, der Wirtschaft zu schaden. Und diese Mobilisierung sollte von uns ausgehen, wir können nur Rat geben, aber wir möchten konstruktive Vorschläge machen, um uns so schnell wie möglich dieses Leben wieder zu ermöglichen. Und dazu möchte ich noch was konkret zu
Cornelia Betsch anfügen, weil sie recht hat. Was funktioniert hat in den Ländern, wo es funktioniert hat, war tägliche Kommunikation über den Erfolg der Maßnahmen. Das heißt also, was ein wichtiger Teil unserer Strategie auch ist, ist, dass man, wenn man dann Erfolg hat, so wie jetzt in zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo die Zahlen runtergehen, dass jeden Tag erzählt werden muss, ihr seid super, ihr habt jetzt nochmal 10 weniger, morgen machen wir nochmal 10 und am Ende der Woche sind wir fertig und auf der 0 oder 10er Inzidenz. Das gehört dazu. Was wir zurzeit haben, ist Katastrophenkommunikation täglich und das macht die Menschen müde. Herr Brockmann, noch ganz kurz, die Langzeitstrategie aus Sicht des Modellierers. Ist es richtig, ganz, ganz tief runterzugehen, jetzt? Absolut, das ist ganz klar so. Wir kommen dadurch, also wenn wir schneller reagieren und früher, dann sind wir halt dynamisch immer vor dem Virus. Und das macht die Situation, ist dann ganz anders, also aus der Sicht des dynamischen Modellierers. Okay, gut, dann sind wir auch schon am Ende. Ich danke der Expertin und den Experten ganz herzlich für dieses Briefing. Ich glaube, weitere Informationen zu der Initiative, Sie haben es ja angekündigt, werden noch kommen. Diese ganzen detaillierten Beschreibungen, was man tun könnte. Und die politische Debatte wird auch nicht aufhören und im Gegenteil die nächsten 2 Wochen wahrscheinlich sehr intensiv geführt. Wie immer werden Sie das Transkript sehr bald lesen können und den Videomitschnitt, den gibt es in ungefähr 1 Stunde auf dieser Website. Und damit danke ich den Kolleginnen und Kollegen da draußen und Ihnen nochmal ganz herzlich und wünsche noch einen schönen Tag und Ihnen, Herr Halleck, auch weiterhin alles Gute bei der Patientenbehandlung. Danke. Tschüss. Tschüss.